Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Hier letztes Mal haben wir Sabine getroffen, haben eine Erweiterung für unseren Meepo bekommen. Jetzt freut er sich richtig. Und ja, heute sollen wir wieder zum Hauptbahnhof zurück. Ich habe aber da gesehen, da wartet eine grüne Münzenherausforderung und die gönnen wir uns natürlich. Lass mich mal in Ruhe. So, Nummer 1. Nummer 2. Da sind die nächsten. Amts. Easy. Ich teleportiere mich auch sofort wieder da hoch. Ich wollte nur die grünen Münzen Herausforderung haben. So, und auch schon wieder hier oben. Wie gesagt, wollte ich die grünen Münzen Herausforderungen haben. Die sind ja immer geschenkt. Na, meine neue Freundin. Hier gehen wir jetzt runter. Da wartet auch direkt die erste Schlacht des Tages auf uns. Und hier haben wir auch direkt einen Weg. Aber erstmal Schlacht. Über Hindernisse zum Sieg, Fried. Okay, ich muss einfach nur durchkommen. Das klingt doch einfach. Ich habe sogar ein Sparkgeschenk bekommen von einem Immunitätsding. Ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Da ist ein Sniper. Da ist auch ein Sniper. Okay. Ich habe einen groben Überblick. Vampirangriff. Tschüss. Hallo. So, hier habe ich es gegeben. Wo ist nochmal der Bereich, wo ich hin soll? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah gut, der Scharfschütze ist zuerst draufgegangen. Freut einen doch. Ach, dahin muss ich. Gut, was ich jetzt hier gerade mache, ist auch nicht verkehrt. Ach nö, bin unsichtbar, aber er wird trotzdem treffen. Schade, ich treffe nur ihn. Ich wollte beide mit Vampirangriff treffen. Warum war ich nicht so schlau und hab die erstmal geboostet? Ich weiß es nicht. Schade, kein One-Hit. So, dich vernichte ich mal eben. Ich habe Luigi ein bisschen geheilt. Okay, die sind nicht so schlau, auf diese Boxen zu schießen. Ich würde wütend werden, würde da jetzt noch ein Scharfschütze erscheinen. Ich kann mir die Kämpfe wirklich gerade schenken. Aber nur weil ich es sehen will, weil wir es letztes Mal neu bekommen haben. Will ich jetzt diese Fluttechnik einmal nutzen? Den Schockwellenspritzer. Jetzt haben wir es ja mal gesehen. Easy. Das war einfach. So, was kriege ich denn dafür? Einen Rätselbereich, würde ich mal sagen. Ach nö, nicht schon wieder diese dummen Bärsche. Der Dummbarsch-Wettkampf. Ihr müsst an die dummen Bärsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Für nur 35 Münzen. Ja. Mittlerweile habe ich da ja mehr oder weniger den Trick raus.
Ich muss die da reinwerfen. Und ich muss wahrscheinlich mit den Kanonen arbeiten. Also schlau ist es, die so in Ecken zu locken. Das funktioniert ganz gut. Ah, der Nostalgiefaktor. Ach, danke, dass du zu mir kommst. Das macht mir einfacher. So, die Mindestzahl haben wir jetzt mit dem nächsten Fisch. Als ob du umdrehst, du dummes Ding. So, aufheben und dann wieder rüber. Kann ich auch mit dem Ding da rein? Ich glaube, ein, vielleicht zwei schaffen wir noch. Nee, wir schaffen nur noch einen. So, wir haben 7 reinbekommen. Spitze, Sportfreund. Natürlich noch weit entfernt von meiner persönlichen Bestleistung. Kein schlechtes Sümmchen für eine Silbermedaille, aber schleudere die ganze Kohle nicht auf einmal, okay? Hier ein kleiner Tipp, damit du das nächste Mal Gold holst. Denke wie ein Dummbarsch. Ist nicht leicht, weil sie strohdoof sind, aber es klappt. Ja, bei dir irgendwie Gold zu holen, das mache ich, glaube ich, eher offscreen. Sehe, da oben ist noch was. Sehe sonst noch irgendwas? Einmal so kurz grob drüber schielen? Nee. Ach, hier ist eine Abkürzung. Haben wir damit die ganze Höhle durchforstet? Scheinbar. Hier ist zumindest nichts. Ich glaube, ich war überall. Ja, das mit den Dummbärschen, das kann ich ja nochmal offscreen versuchen. Muss ich euch jetzt nicht antun. Jetzt müssen wir ja wieder zum Bahnhof. Wir können jetzt auch diese Pflanzen wachsen lassen. Hier zum Beispiel. Gönnen wir uns hier erstmal. Das ist ein Rätsel, eindeutig. So, erstmal gucken. Da will ich hin. Da oben ist das Ei. Dass da auf das Vieh kommt. So, tschüss. Ich sehe schon, wie das weitergeht. Das kommt zurück, während ich das Teil hole, was da oben reingehört. Ja, easy. Das ist einfach. Obvious. Ich hätte das Ding zurückschieben sollen. So. Das lege ich da drauf, schieb das zurück. Und dann muss ich nochmal drum herumlaufen, damit ich da hinterher auch gleich drüber kann. Aber natürlich muss ich erstmal das Ding da oben abstellen. Gerade kurz nicht dran gedacht, ich muss ja auch hier rüberkommen. 10.000 Mal das Ding hin und her schieben. Aber klappt am Ende des Tages. So, und damit ist Rätsel auch schon gelöst. Und eine weitere Münze in unserem Besitz. Oh, hat ja nicht lange gedauert, ne?
So, ist hier auch irgendwas in der Richtung, wo ich was wachsen lassen muss? Nee, hier ist aber eine Kampfherausforderung. Muss ich natürlich machen. Musik für Schluckspechte. Okay. Ich muss wahrscheinlich die ganzen Gumbas runter... Ja, ich muss die ganzen Gumbas runterwerfen. Und da hinten ist halt einer, der schießen kann. Für die sollte ich mir eigentlich eher die Schüsse aufheben. So, ich nehme mal das Springen. So. Schmiede dich um. Ab nach unten mit dir. So, und weg mit dir. Mache ich erstmal Schockwellen auf die drauf. Ich will nicht ihn mit dem... mit der Sicht treffen. Der ist tot, sobald er sich bewegen will. So, Sicht aktivieren und go. Schade. Hätte ja sein können, dass der Schütze da hinten sich bewegt. Stellt euch schön in einer Reihe auf. Die sind das eigentliche Problem. Die anderen Gegner da unten sind vollkommen uninteressant tatsächlich. Die Gumbas sind so easy zu töten. So. Da. Jetzt war er schon wieder weg. Und ich habe hier einen Plan, den ich umsetzen werde. Am liebsten würde ich hier eigentlich den Feuerregen erst einmal machen. Damit die beiden da ordentlich was abbekommen. So, und jetzt mache ich einfach alle lethargisch, nachdem Rebelle angegriffen hat. Ja, dieser Konterangriff. So, die setzt eine Runde aus. Manchmal kann man das richtig geil verwenden. Es trifft gerade so alle. Oh, guter Schaden. So, dich grätsche ich weg. Tschüss. Dann grätsche ich dich als nächstes weg. Du bist übrigens nicht der Einzige, der diesen Vampirangriff beherrscht. Und besiegt. Easy. Oh, ein gutes altes Grammophon. Dieses goldene Grammophon gewann das Phantom in der Kategorie Bestes Opernalbum. 1000 Stunden Mario, wie er in brodelnde Lava stürzt. Käme ich von hier aus irgendwie da hoch? Oder führt eine Kanone dahin? Kurz umschauen, sehe ich eine Kanone, die da hinführen würde? Hier jetzt gerade nicht. Ah, die da oben, die führt dahin. Ich habe ein Fertigkeitenprisma gerade erhalten, ne? Ist eigentlich ausreichend, dass ich wieder hier Fertigkeiten verteilen kann. Ja, hier haben einige die Viererfähigkeit jetzt. Das hier wollte ich haben. So, wir gehen uns jetzt die richtig geilen Fähigkeiten.
Ach man, der muss erstmal hier einen rein investieren. So, die Ultrafähigkeiten, die sind halt wichtig. Es fehlt nur noch zügellos. Da muss ich aber auch erstmal hier in den Waffenschaden einmal investieren. So, dann gönne ich hier mal Rebella die Extra-Raserei. Dann kann ich zweimal grätschen. Wäre jetzt bei den Goombas gerade ganz gut gewesen. Das wäre etwas, wo ich jetzt als nächstes drauf investieren will. Diese Spark-Energie. Das wäre ganz praktisch. So, hier will ich dann mehrfach drücken, ne? War davor sonst noch irgendwas? Ich habe das gerade nicht im Kopf. Ja, hier ist noch was. Hier ist auch noch mal ein Rätsel. Heute ist wohl die Rätselfolge mal wieder. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Schade, dass ich das Teil nicht triggern kann, während ich draufstehe. Würde es mir was bringen? Nee. Ich muss jetzt einmal ganz kurz überlegen, wie ich das hier mache. Irgendeinen Sinn muss es doch haben, dass ich da runterklettern kann. Ah, ich sehe den Sinn. Ich muss aber nochmal zurück, weil ich das Teil erst nochmal wieder nach oben schieben muss. Kletter hoch. Dreh das Ei runter. Leg das da drauf ab. Jetzt kann ich hier runter. Und fertig. Jetzt muss ich dasselbe nochmal andersrum machen. So, jetzt sammle ich das hier oben ein. Lege ich das hier drauf ab. Schieb das zurück und dann kann ich es einsammeln und reintun. Und schon haben wir eine Planetenmünze mal wieder. Diese Schieberätsel sind echt die einfachsten von allen. Na gut, das Spiel ist aber auch darauf ausgelegt, dass das auch Kinder spielen. Also kein Wunder, dass die Rätsel einfach sind. Wir haben schon 10 Planetenmünzen. Ich glaube, 11 hat der Schlüssel gekostet. Wenn das so weitergeht, können wir uns das Planetentor hier ruhig gönnen. Ich bin gespannt, was da für ein krasser Spark dann hinter wartet. Ich will nur kurz gucken. Nee, von der anderen Seite. Ich wusste, dass man da rüber kann. Ich wusste jetzt nur nicht mehr, von welcher Seite. So. Das fällt dir sah so verdächtig aus. Da musste doch was sein. Kannst du mir nicht erzählen. Wie komme ich da hoch? Irgendwie von der anderen Seite. Was möchtest du? Ich habe so viel Gartenarbeit geleistet, aber ich komme wegen der ganzen Schleimer einfach nicht dazu. Könntet ihr 3 Schleimer besiegen? Nur weil die sich nicht um Landschaftsgärtnerei scheren, bedeutet das noch lange nicht, dass wir darunter leiden müssen. Ja, kann ich offscreen machen. Einer war ja zum Beispiel auch in der Höhle drin. Was habt ihr denn für einen Unfall gehabt? Das ist eine mobile Reklame für Terraflora Superinfusion, den meistverkauften Negativitätsreiniger und Reichtumsanhäufungstee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der einzige Tee ist, der auf Terraflora verkauft wird. Aber ich habe gehört, dass er die unterbewussten mentalen Blockaden löst, die Haarausfall verursachen. Okay. Hier kann ich hoch. Oh, was sind denn das für geile Schuhe?
Jetzt habe ich hier eine Abkürzung freigeschaltet. Ich sehe schon das nächste Rätsel. Ich würde gerne noch eine Planetenmünze holen, dann würde ich tatsächlich noch die Planetenherausforderung hier dazu packen. Ich könnte natürlich jetzt einmal ganz schnell eben kurz drei Schleimer vernichten. Oder wir gönnen uns diese Planetenmünze, die hier offenbar zu holen ist. Darüber zurück. Ah, ich verstehe schon. Das Teil jetzt umschalten. Gehe ich darüber zurück. Ist aber auch zeitconsuming, das hier gerade. So. Ja, das ist geschenkt. Hättest du die Blockade auch gleich schenken können, Spiel. Da passiert irgendwas Storymäßiges. Es sieht schon so aus. Da gehe ich mal noch nicht hin. Haben den Bereich aber schon mal freigeschaltet. Ich will nur eine Planetenmünze jetzt eben schnell finden. Ach komm, dann mache ich eben kurz drei Schleimer fertig. Ja Leute, ich habe jetzt die drei Schleimer besiegt, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Man braucht 12 Münzen und nicht 11. Ich würde sagen, wir machen die Schlacht hier noch und dann können wir uns das Planetentor hier gönnen. So, was ist mein Ziel? Erreiche den Bereich. Ich muss nur da hinten hinkommen. Das klingt doch easy machbar. Was seid ihr für welche? Die greifen mit Wasser an. Solange ich die Schockeinheiten habe, habe ich ja. So, dann gebe ich euch jetzt mal einen Schockregen. Na, irgendwie hat es den da hinten nicht so gut getroffen. So, dem da vorne habe ich eine Raserei gerade gegeben, hat ihn gekillt. Und stirbst du auch? Ach, du stirbst spätestens, wenn du dich bewegst. So, mit Luigi kann ich keinen abschießen, also umgesehen und Sicht. Und es bewegt sich der Richtige zuerst. Der hatte keine Chance. Alter, sind das viele Gegner. Und dann gebe ich dir jetzt erstmal eine Mitgift. Ich bin gerade so außerhalb des Bereiches. Muss ja nur da oben hinkommen. Die da links, die kann ich alle komplett ignorieren. So, ich mach den hier oben einfach lethargisch. Das passt dann schon. Kann dann gleich mit Luigi durchsprinten und dann haben wir es eigentlich schon. Ich brauche die da nicht töten. Ich gehe jetzt einfach safe. So. Gewonnen. Easy. Diese erreiche die Bereichskämpfe, das sind auch die einfachsten Kämpfe. Da kann ich halt echt alle ignorieren. So, jetzt haben wir endlich die 12 Münzen. Dann mache ich mal eben kurz eine Reise und dann stehen wir vom Tor. So, hab genau keine Münzen mehr, aber wir können da rein. Okay, wenn ich es richtig sehe, ist das wieder hauptsächlich ein Schieberätsel. Und wenn ich dich da oben richtig interpretiere, bist du wahrscheinlich entweder ein Eis- oder ein Wasserregen. Das Ding muss erstmal runter. Sonst käme ich da gar nicht durch.
Ich denke mal, darauf folgen kann ich direkt wieder nach oben schieben. So, kurz überlegen. Du nützt mir, während du unten bist, auch nicht wirklich was. Da muss ich was draufstellen. Ich sehe schon den Block, der da drauf gehört. Jetzt zieh den doch. Ich kann den hier nur runterschieben. Warum kann ich den nur runterschieben? Okay, das Teil dreht nur da ganz oben etwas, also brauche ich das jetzt gerade noch nicht. Muss immer gucken, aus welchem Winkel ich das Ganze betrachten muss. Auf jeden Fall muss ich den nach oben buxieren. Ach, wie es scheint, kann ich das Teil doch bewegen. So, jetzt bewege ich den da hinten hin. Ich muss ihn mir gleich von der anderen Seite wiederholen. Aber warum kann ich hier runterklettern? Irgendwas muss da doch sein. Sonst würde mir das Teil nicht sagen, dass ich da hin kann. Ja, da ist das eine Ding, aber das muss ich, glaube ich, erstmal frei machen. Wisst ihr was, Leute? Ich finde es schön, dass ich hier nicht kämpfen muss. Ich finde es bei den Geheimgebieten extrem nervig, wenn man da auch noch kämpfen muss. Das stört einfach nur. Jetzt muss ich das Teil von da unten holen. Kann aber vom Prinzip her eigentlich alles so lassen, wie es ist gerade. Ich sehe einen Schalter. Ich muss das, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen anders machen. Ich muss den Block zuerst hier drauf packen. Ich verstehe. Okay, ich hole den Block eben kurz. So, jetzt ist der Block da, wo er jetzt gerade hin muss. Jetzt darf ich den ganzen Block noch mal gleich zurückschieben, aber erstmal muss ich das Teil da rausholen. So, das stelle ich jetzt hier hin und das trage ich einfach auf denselben Weg zurück wie den Block. Dann passt das schon. So Leute, der Block steht an dem Ort, wo der hin muss. Ich muss das jetzt hier noch nach oben buxieren. Es geht ja ganz einfach. Damit nach oben schieben, hochklettern und dann reinbringen. Und dann haben wir es eigentlich. Ich bin schon gespannt, ob du Eis oder Wasser bist, weil ich kann das nur von der Farbe her sehen. Die Animationen, die Wasser und Eis haben, von der Dunstwolke um die herum ist ja fast gleich, deswegen kann man das schwer beurteilen, aber ich würde eher auf Eis tippen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier drumherum komme. So. Und neuer Spark. Arktikalypse, okay, Eis war richtig. Ihr habt mich gefunden! Ich versuche schon seit Ewigkeiten hier rauszukommen. Ja, war ja relativ einfach, ne? Damit hätten wir das Geheimgebiet von hier auch abgeschlossen. Ich glaube, Eis ist hier sogar relativ brauchbar. Also auf jeden Fall mehr brauchbar als Wasser, weil hier richtig viele Wassergegner sind. Ich werte dich da unten auch mal direkt auf. Mehr Schaden. Weniger Schaden kriege ich durch Eis. Nochmal ein bisschen Bonusschaden. Ja. Hab einen richtig guten Schutz jetzt. Meteor mit Frostbeulen-Effekt. Die sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Aber ich hoffe mir viel davon. Jedenfalls.
Wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns an der Stelle beim nächsten Mal wieder. Ciao!